Willkommen zum Flutter Talk. Ihr macht ja ein Projekt mit Flutter und ich wollte einmal einfach eine kurze Einführung geben, dass ihr so ein grobes Gefühl habt, was das ist, beziehungsweise teils kennt ihr ja Flutter auch schon, aber irgendwie gerade für die Leute, für die es neu ist, ist das vielleicht ganz praktisch. Genau, so was ist Flutter? Also Flutter ist ja, das habt ihr ja schon rausgefunden, ist ja irgendwie zum Apps machen. Und das nennt sich Software Development Kit. Also es ist irgendwas, womit ihr Software entwickelt, also ein Kit ist etwas zusammengestellt, also eine Zusammenstellung von Dingen, mit denen ihr Software schreibt, in eurem Fall irgendeine App. Letztendlich besteht das aus einer Programmiersprache, mit der ihr schreibt, also Dart, und dann sind da ganz viele Sachen mit dabei, mit denen ihr jetzt eben das Design machen können von einer App, in der Komponenten von Apps schon vordesignt sind, sodass ihr nicht irgendwie alles von Grund auf machen müsst, sondern dass es zum Beispiel schon vordefiniert ist, wie ein Button aussieht und ihr sowas eben relativ einfach verwenden könnt. Und auch irgendwie, wenn ihr da ein bisschen tiefer reingeht, sind da auch Entwicklungstools drin, die es eben irgendwie, wenn ihr rausfindet oder ist irgendwo ein Fehler, dass es euch eben hilft, da irgendwie so rauszufinden. Also Flutter ist einfach so ein Satz an Dingen, mit denen ihr relativ einfach mobile Apps und hybride Apps entwickeln könnt. Genau, warum ist Flutter toll? Flutter kompiliert zu nativem Code, also das bedeutet, ihr schreibt das jetzt einmal auf eurem Laptop, entwickelt das, dann könnt ihr das quasi für eure Handys oder Laptops oder so. Ja, Frage? Lauter? Genau. Magst du nochmal mit Mikrofon sagen? Also ich habe jetzt noch keinen Flutter, sollen wir das dann einfach runterladen, weil wir haben halt genau. VS Codium. Genau, ich erkläre euch, dazu kommen wir gleich, ich erkläre euch jetzt erstmal, was Flutter grundlegend ist und dann schauen wir uns gleich mal an, wie wir das installieren und wie wir damit arbeiten können. Genau, dann will ich jetzt einmal weitermachen, warum Flutter bzw. die Sprache, die dazugehört, Dart. Ihr programmiert es halt einmal, es funktioniert auf super vielen Geräten und es funktioniert super effizient. Das heißt, die Apps laufen letztendlich relativ schnell und mit wenig Aufwand. Ihr schreibt es einmal, es läuft auf allen euren 7 verschiedenen Geräten und es ist halt relativ, es hat eine gute Developer Experience, sprich es ist, der Grundsatz von Flutter ist eben, dass der Fokus auch darauf liegt, dass es für die EntwicklerInnen, die irgendwas damit machen, relativ einfach und angenehm zu nutzen ist. Genau. So, was ist Flutter in ganz kurz? Das hier ist Flutter. Das ist mal ein ganz kurzes Beispiel aus Flutter. Also das da oben ist die Überschrift. Ich habe mir mal erlaubt, das einfach auf Klingonisch zu machen. Also falls ihr euch jemals fragt, wie ihr eine App erstellt, die nichts tut, außer auf Klingonisch Nuknach Terangpu zu schreiben. Das bedeutet Hallo Welt auf Klingonisch. Also so ist das. So, letztendlich, eine App sind einfach so ineinander verschachtelte UI-Elemente und die werden dann einmal gestartet. Ihr seht hier, ja, ihr seht meine Maus. Eine Flutter-App ist letztendlich einfach nur diese Methode Run-App und was ihr dann dafür eine App reinpackt, ist eure App. In diesem Fall ist das alles, was diese App tut, ist es einfach nur so ein Textbaustein. Das heißt, diese komplette App ist nichts außer ein kleiner Text auf dem Bildschirm, wo steht Reglumech Krakwam Jatschwam. Genau. So, die Slide brauchen wir nicht. Ja, aber das ist vielleicht für die AnfängerInnen nicht ganz perfekt. Ich suche gerade die richtigen Slides. Ich glaube, hiermit können wir arbeiten. Nein! Ach, richtiges Slides suchen ist anstrengend. Ah ja, genau. So, sorry, ich habe etwas zu viele Slides zu dem Thema. Ich glaube, es sind inzwischen über 60. Alles in Flutter sind Widgets. Das Wort Widget kennt ihr im Zweifel nicht. Widgets heißt in Flutter alles, was ihr
seht. Also wenn ihr eine App macht, besteht die aus ganz vielen Sachen. Ihr habt da irgendwie so eine Titelleiste, ihr habt ja Knöpfe, ihr habt da irgendwie so eine Liste, in der ihr scrollen könnt. Im Zweifel habt ihr da Texte, Bilder, alles davon sind Widgets. Selbst die App selbst ist ein Widget. Und quasi, wenn ihr alle diese Widgets, diese einzelnen Sachen, die auf dem Display angezeigt werden, die sind ja alle irgendwie ineinander verschachtelt. Irgendwie, ihr habt da einmal irgendwie diese ganze Seite und darauf befindet sich dann die App-Bar, wo irgendwie der Titel angezeigt wird. Ist ja ineinander verschachtelt. Und letztendlich ist das so ein, quasi wie so ein Baumdiagramm. Das kennt ihr vielleicht, falls ihr schon mal mit HTML gearbeitet habt. Da habt ihr irgendwie einmal so diese Material-App, die App, so dieser Grundkasten. Darauf habt ihr dann die erste Seite der App. Das ist ein Widget darunter. Darin habt ihr dann eine App-Bar. Das ist auch ein Widget darunter. Und quasi diese ganzen Sachen formieren so einen, quasi so ein Baumdiagramm. Ist jetzt für den Anfang vielleicht nicht so ganz relevant, wenn ihr damit anfangt, aber ihr werdet die Begriffe hören. Ganz häufige Begriffe, wenn ihr Flutter hört, sind Stateless und Stateful Widget. Ich würde es jetzt einfach nur mal erwähnen. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Widgets. Das ist für den Anfang erstmal relativ egal. So, wenn ihr einfach irgendwas auf dem Bildschirm darstellt, was sich nicht ändert, ist es ein Stateless Widget. Es hat nämlich keinen Zustand, es wird einmal irgendwie dargestellt. Das kann zum Beispiel ein Text sein und dann nicht mehr geändert. Dann ist das zustandslos. Das ist eine Art von Widgets. Und der zweite große, wichtige Art von Widgets ist Stateful Widgets. Das sind eben Widgets, die irgendwie sich ändern. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwie einen Knopf habt und der soll die Farbe ändern, wenn man drauf drückt, dann ist das ein Stateful Widget, weil es interagiert ja mit mir. Ich drücke einmal drauf und dann wird das jetzt rot. Also alles, was sich irgendwie von sich aus ändert, ist ein Stateful Widget. So, wie können wir jetzt Flutter machen, wenn wir das noch nie gemacht haben? So, als ganz erster Playground, den ich euch empfehlen würde, bevor ihr jetzt mit dem großen Projekt anfangt, ist die Webseite dartpad.dev. Das ist einfach eine Webseite, wo ihr online, ohne irgendwas zu installieren, einfach mal mit ein bisschen Flutter rumspielen könnt und direkt live seht, wie das dann aussieht. So, es dauert einen Moment, das muss erstmal laden. Genau, keine Angst, das sieht jetzt alles relativ kompliziert aus, aber vieles davon müsst ihr gar nicht selbst schreiben, sondern das taucht von selbst aus, wenn ihr irgendwie ein neues Projekt erstellt. Es lädt. Yay. Okay, ich würde das mal zusammenfassen mit Spaß im Internet. Die Internetanbindung ist ja mal wieder super. Genau, also ihr werdet es dann gleich bei euch testen können. Auf dartpad.dev auf der Webseite könnt ihr eben einfach da rumspielen und das einmal ausprobieren, bevor ihr da am Projekt rangeht. Und wenn ihr das nutzen wollt, lokal für euer Projekt, dann ist gerade für Anfänger der einfachste Weg, irgendwie ihr habt auf euren, auf den Jugendhackt-USB-Sticks habt ihr ja Visual Studio Codium und IntelliJ IDEA installiert. Und wenn ihr da einfach klickt, neues Projekt, Flutter, dann schlägt euch das vor, Flutter zu installieren, macht das automatisch, dann braucht ihr euch darum nicht kümmern. Genau. Mehr würde ich gar nicht ins Detail gehen, A, weil die Lightning Talks kurz sein müssen und B, weil es relativ wenig bringt, vorne auf der Bühne viel zu erklären. Fragt im Zweifel eure MentorInnen in der Gruppe, wenn ihr da jetzt weitere Details haben wollt. Noch ein paar letzte Worte, worüber ihr beim Arbeiten damit stoßen wird, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Dinge machen wollt, die Flutter selbst noch gar nicht kann, dann gibt es eine ganz wichtige Webseite. Pub.dev, da findet ihr ganz viele Erweiterungen zu Dart und Flutter von irgendwelchen Sachen, die angezeigt werden müssen, irgendwelchen UI-Elementen bis hin zu, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas mit Bluetooth machen wollt, findet ihr da von A bis Z alle möglichen Erweiterungen für Flutter, die ihr dann relativ einfach in euer Projekt hinzufügen könnt. Genau, damit würde ich den Talk einmal beenden und für alles Weitere sind dann MentorInnen für euch da.